Ich will Bonestorm 2 spielen. Gib es mir. Das geht nicht, mein stachelköpfiger Freund. Ich brauche die Macht eines gewalttätigen Videospiels, um meine neueste Erfindung, auch Monster genannt, in Betrieb zu setzen. Wenn du ein Funkgerät aus dem Zweiten Weltkrieg findest und einen Satelliten, wird meine Kreation zum Leben erweckt und wir können damit spielen. Cool, echte Gewalt ist noch viel besser als die im Fernsehen. Das ist fast wie ein lebendig gewordener Endgegner. Wer könnte ein Radio aus dem Zweiten Weltkrieg haben? Vielleicht der Typ, der Nelson immer die Granaten verkauft. Bart Simpson stets zu Diensten. Hey, Wachtelmeister, was ist denn hier los? Hast du's nicht gehört? Hermann ist ausgeraubt worden. Du weißt nicht zufällig, wer es war, oder? Denn wenn du's wüsstest, das wäre toll. Oh nein, wo kriege ich denn jetzt ein Radio her? Diese frischen Bremsspuren, die vom Tatort wegführen, könnten ein Hinweis sein. Aber wer weiß das schon? Zeit für Rock'n'Roll! Snake, wie geht's? Kenn ich dich, Freundchen? Ich brauch das Radio, das du dir ausgeliehen hast. Komm nicht in Frage, kleiner Mann. Mit dem Radio werde ich die süßen Mäuse anmachen. Soweit ich weiß, stehen heiße Schnecken eher auf schnelle Schlitten als auf antike Elektronik. Warum fahren wir nicht um die Wette? Der Sieger bekommt das Radio. Mit deinem Vorschlag bin ich völlig einverstanden. Daran ist das Navigationssystem schuld. Von der Straße! Verzieh dich auf den Bürgersteig! Schick mir eine Postkarte. So, bitte. So, jetzt brauche ich nur noch eine Satellitenschüssel. Wer hat so eine? Ha, Hinterwäldler gesagt.